Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier im 139. Teil meines Car Mechanic Simulator 2018 Let's Plays. In der heutigen Vorstellung, oder in der heutigen Show besser gesagt, möchte ich euch gerne die Restauration dieses Schätzchen zeigen, und zwar den Ford F150 4x4 aus den 80er Jahren in einem absolut miserablen Zustand, da ich ihn vom Schrottplatz hergeholt habe. Leider ist er dort komplett sich selbst überlassen worden, wie man sieht. Der Wagen hatte mal 235.000 Kilometer gelaufen, ist ein 8-Zylinder UHV mit 248 PS. Ja, dann würde ich sagen, wir vergeuden keine Zeit mehr. Bezahlt habe ich knappe 10.000 und legen einfach mal los mit der Restauration. So, dann hebe ich jetzt mal das Schätzchen auf. Okay, das war nichts. Also nochmal. Jawohl. So, hier handelt es sich um die Trommelbremsen vorne. Ist eher eine Seltenheit hier im Spiel, weil normalerweise haben die meisten Fahrzeuge zumindest vorne Scheibenbremsen. Aber warum nicht? Warum auch nicht? So, Moment. Oh ja. Ja. Das sieht gut aus. So, Platte weg. Gummi Lagerbuchsen raus. Uhrstange weg. Sorry. So, Blattfeder weg. So, Gelenkwelle. Aha, der hat so Doppelauspuffanlagen. Na, voilà. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah ja, hier. Irgendwie hinter dem Hinterrad habe ich mich versteckt. So. Na. Hallo, wo bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwie verschwinde ich immer in irgendwelchen Fahrzeugteilen. Ganz komisch. So, aber jetzt, jawohl. Aha, hier. Der Spurstangenkopf, der stört noch. Sauber. Okay. Dann klatschen wir noch das Getriebe raus. Ja. Alles frei soweit. Sehr schön. Na, 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 na. Nö. Ah ja.
Ja, hierbei handelt es sich auch um dieses alte Blattfedersystem auf der Hinterachse. Das liebe ich total, weil es sehr schnell zum Zerlegen ist. Dauert in der Regel nicht lange. Na. Stofftank. Ah, da fehlt sogar die Pumpe. Ist gar keine mehr drin. So. So, einmal. Zwei und die Hinterachse. Nun ist eigentlich der Wagen so ziemlich blank. Ist auf ein bisschen Motorteile sind noch vorhanden. Und den Nockenwelle, super. Ah, jetzt habe ich hier noch ein paar Ventilstößelstangen drin. Na, was ist jetzt los? Komm. Okay, hier haben wir auch noch ein paar Kolben, die ziehen wir noch raus. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Was heißt durch? Kurbelwelle muss natürlich noch raus. Das mache ich sofort. Hopp. Genau, super. Und jetzt ist der Wagen tutti kompletti blank. Ja, dann hole ich jetzt einfach mal Reinigungsgerät. Ja, bitte einmal auf die zweite Hebebühne. Und den Schweißer-Apparello. Ja, dann würde ich sagen, erstmal schweißen, dann machen wir sauber. Ja, bitte. Wow, das sieht aus, ha? Huh? Ja, der Spaß hat mich jetzt 1100 gekostet, aber wird sich auf jeden Fall lohnen. So, jo, und zurück. Dann stört das nicht mehr. Montage. Hä? Moment, kommt da kein Lenker rein? Irgendwie? Verstehe ich das jetzt nicht, weil normal müsste doch Ach, Moment, ich habe Käse gemacht, sorry Leute. So, jetzt. Obwohl so Käse war das jetzt eigentlich auch gar nicht. Da stimmt doch was nicht. Oder?
Und was ist mit den Sitzen? Alles klar. Okay, der Wagen hat irgendwie keine Sitze, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Naja, gut, okay. Dann halt eben nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verstört. Echt, naja. Egal. Ich gehe jetzt erstmal zur Werkbank und schau, was ich an den Teilen noch wieder fit hauen kann. So. Jo, wie man sieht, ein bisschen was geht auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann lege ich mal los, ne? So. Halt, Moment. Ich wollte erst mal gucken, Fahrzeugwert. Hey, Wahnsinn. Die blanke Karosse ist immerhin noch 7700, kann man sagen, wert. Was mache ich denn da? Schmarrn. So. Und dann setze ich jetzt einfach meinen Wagen wieder zusammen. Ja. Na komm, Zündspule. Auch vom Tuner. Also getuned wird natürlich auch der Wagen. Jeder Wagen wird bei mir getuned. Das ist halt mittlerweile Tradition. Ich lasse irgendwie nichts auf Serie, das wäre ja langweilig. Deswegen kommen da nur die teuersten und die besten Komponenten rein. Und ich möchte natürlich auch möglichst maximal Geld rausziehen. Ja, wer will das nicht, ne? So. Gut. Noch kein Wellenrad. Jawohl. Nein, das war jetzt falsch. Das wollte ich nicht benutzen, sondern vom Tuner. Na komm. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Haha. Ja, Moment, ich glaube, soweit, so gut. Wie sieht es eigentlich aus mit der Batterie? Die müsste doch auch irgendwo hin, oder? Täusche ich mich? Ach, hier, wusste ich doch. Da muss er rein. Jo, soweit, so gut. Sieht es auch gut aus. Dann heben wir mal das Ganze hoch. Und rekonstruieren mal das ganze Fahrwerk. Beziehungsweise erstmal haue ich die Kurbelwelle rein. So schaut's aus, genau. So, das ist mein Hund. Der streitet immer mit seinem Wassernapf. Das ist kein Scherz. Der streitet mit seinem Wassernapf. Und erst wenn er ihn so ein paar Mal angebellt hat, dann fängt er an zu trinken. Das ist kein Scherz. Das können wir das Spektakel jetzt ungefähr noch 10 Sekunden anhören und dann fängt er an zu trinken. So. Ja, der hat so ganz komische Macken, mein Hund. So, und jetzt trinkt er. Das ist echt kein Scherz. Der trinkt jetzt. So. Noch einmal Tuninggetriebe. Jo. Mittelschalldämpfer. Auch vom Tuner. So, Starrachse. Oh, ich brauche eine neue Starrachse. Oder mehrere gleich am besten. Ja, genau.
Hinterachse. Ja. Kardanwelle. Ja, das sieht gut aus. Passt. So, dann fixieren wir gleich die Hinterachse, dass sie nicht runterfällt. Nee, Schmarrn, das kann sie nicht im Spiel, aber trotzdem. Ohne Stoßdämpfer ist natürlich doof. Ist das Fahren nicht so angenehm. So. Oh, okay. So. Jo, dann würde ich mal sagen, fahrwerkstechnisch bin ich eigentlich so gut wie fertig, außer vorne logischerweise. Moment. Da kommt ja noch Lenkgetriebe rein. Jo, dann schauen wir mal. Das gehört oben, okay. Ja, es sieht schon mal so ein bisschen Richtung Auto aus. Schauen wir mal, der hatte 315er Schlappen drauf. Okay, 15 Zoll 75er Durchmesser, ne? Also Querschnitt. So, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal schnell einkaufen. So, dann brauche ich jetzt erstmal die Stabachse. Gut. Star B. Typ B, super. Dann nehme ich jetzt mal so schön gepflegt 20 Stück. Ob ich jemals mehr brauchen werde, weiß ich nicht. Dann kaufe ich die wieder nach, aber jetzt erstmal 20 sollten passen. Schön. Ja, wenn ich schon mal da bin, dann nehme ich hier gleich mal 6 Stück von. Das sollte normal jetzt nicht lange dauern. Ja, genau. Und hier auch noch mal 6 Stück. Was ich habe, habe ich und gut ist. Schön. Ah ja.
Ja, langsam aber sicher wird sogar ein Auto. Man kann schon so gewisse Ansätze eines Fahrzeuges sehen. Ja, die Karosserieteile, die kommen natürlich zum Schluss drauf. Ja, noch hier die hintere Achsschenkelbefestigung. Super. Hier sind wir fertig. Okay, die hängt irgendwie in der Luft, die Gelenkwelle. Ist anscheinend so ein kleiner Bug, aber ist okay. Nicht so schlimm. Hauptsache, es funktioniert zum Schluss alles. Ja, das sieht gut aus. Ui, Starrachse habe ich auch nicht mehr. Gut. Ach, Moment, hier. Genau, Bremszylinder. Die Bäckchen. So. Das sieht gut aus. Jo, dann gehe ich mal schnell zum Steckachsenkauf. Steck HAVA. Gut, ich glaube nicht, dass ich jemals mehr als 20 Stück brauchen werde, weil echt diese Konstruktion ist wirklich so äußerst selten. Ja, super. Wop. Da sind wir, jawohl. Ah ja, auch hier die Platte. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt mal schnell zum Schüchchen-Einkauf. So, das sollte jetzt irgendwie so ein bisschen nach 80er Jahre aussehen. 80er Jahre. Das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Was nehme ich denn da? Ich könnte die hier nehmen. Das sind zwar von Jeep, aber... Remo... Rowlet. Ah, ich glaube, das ist eher so, naja, wohl Ende 70er, Anfang 80er, ne? Könnte ja nicht so hinkommen. TBX. Ja, was nehme ich denn jetzt? Ach, ich nehme die jetzt einfach von Jeep. Fertig. Viermal. Im Durchmesser 25 Zoll. Halt, 25 Zoll. Genau. Hier mal. Genau, das Ganze soll natürlich Offroad technisch sein. Jetzt schauen wir mal. All Terrain. Ja, All Terrain. Premium. Genau, nehmen wir die. Menge 4. Durchmesser 25 Zoll. Moment. 25 Zoll. Jo, die Reifenbreite. Was nehme ich denn jetzt da? Ich hätte gesagt, so um die 345 sollte passen, oder?
355? Wisst ihr was? Ich mache ganz einfach 375 und gut ist. So. Ja, schön. Das ist wirklich toll. Dann gehe ich doch mal schnell zum Montieren. Wow, das sieht aus, ha? Aha. Ja, wird dem Wagen echt gut stehen. Also ich finde die schon gewaltig, die Schlappen, ne? Aber so ein Truck braucht einfach gewaltige Räder, meiner Meinung nach. Soll ja wuchtig aussehen, das Ganze. So, dann gehen wir mal zur Schüchenanprobe. Cool. Boah, das sieht echt heftig aus. Wirklich heftig. Echt krass. Aber schön, echt. Steht dem Wagen oder wird dem Wagen unheimlich gut stehen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Haben wir noch einen? Ne, haben wir nichts mehr. Sehr schön. Wundervoll. Wundervoll. Echt. Ganz toll. Ja, dann lasse ich jetzt den Wagen mal runter. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal motortechnisch wieder weiter. Ja, so, Steuerkettchen. Mhm. So, Wasserpumpe. Und Rotor. Gut. Ja, hier kommen natürlich so spezielle Kolben rein mit Pleuelstangen. Und das Ganze sieht natürlich unheimlich toll aus. Sehr edel, finde ich. Mhm. So, hier noch einer. Gut. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Soll ja alles logischerweise Edelstahl Auspuff
Anlage sein. Ja, jetzt nehmen wir erstmal Tuning-Zündkerzen. Na komm. Hier natürlich auch. Noch eine Tuning-Zündkerze. Gut. Ja, jetzt geht's hier an die Schlüsselstangen. Der Ventilantrieb. Oh, 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 ich habe nur noch eine einzige neue. Gut, dann muss ich wieder welche nachbestellen. Ja, super. Ganz gut. Ganz, 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 ganz gut. Dann machen wir hier schön weiter. So, Ansaugbrücke. Hier benutze ich natürlich auch einen Tuning-Vergaser. Schaut so cool aus. Moment, ich wollte eigentlich die ganze Zeit den Wert checken. Hey, ist okay, ja. Für 10.000 gekauft und jetzt momentan, obwohl der Wagen noch gar nicht fertig ist, Technik erst zu 83% die Karosserie noch gar nicht wiederhergestellt und schon sind wir bei, trotzdem sind wir schon bei, so rum, bei 56.000 Euro. Dollar. Genau. So, dann gehe ich jetzt mal schnell einkaufen, hol noch die Ventilschlüsselstangen. Schlüsselstange, genau. Ja, Leute, ich muss jetzt ein bisschen mehr nehmen, damit ich es nicht wieder vergesse. So, 40 Stück, das sollten vorerst genügen. Und es wird jetzt ein bisschen dauern. Ich entschuldige mich für die Ladezeiten, aber es liegt leider nicht in meiner Hand. Ich weiß nicht, hier in diesem Shop-System dauert es immer sehr lange, bis man seine Waren bekommt. Ja, ist leider so. Aber super, wir haben es auch geschafft.
Sehr gut. Weiter geht es. Jawohl. So, dann Leute, wir sind jetzt eigentlich von oben her gesehen am Motor fertig. Jetzt müsste ich nur noch den Wagen aufbocken und von unten die Pleuelagerschalen festziehen. So, was spricht der Wert momentan? Naja gut, der ist jetzt eigentlich nicht wirklich großartig angestiegen. Aber das ändert sich hoffentlich bald. So, oh, das glänzt und funzelt so schön alles, echt. Oh nein, jetzt habe ich irgendwie gesehen, dass meine Schalen langsam zu Ende gehen. Aber für diese OP habe ich jetzt noch genug, ne? Fehlt nur noch eine einzige, ja, zum Glück. So, meine letzte. Super. Optimal. Der Motor ist fertig. Jetzt müsste ich nur noch Öl einkippen. Und hopp, 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 hopp. Ja, komm, komm, komm. Noch einen Schluck. Okay, jetzt ist er voll. Eindeutig. Jo, so sieht das Ganze aus. Also noch nicht ganz ein Auto. Aber man kann, glaube ich, so grob die Konturen erkennen. Das ist jetzt nur der blanke Rahmen. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal wieder einkaufen. Ich brauche Teile für dieses Auto. Und zwar gehe ich da hier hin, Karosserie Workshop. Und gebe jetzt einfach nochmal 150. Normal sollte dann... Chevrolet... Nö. Moment. F150, vielleicht so. Schauen wir mal. Jetzt weiß ich nicht, mit oder ohne Bindestrich. Da stimmt doch was nicht. Hallo? Okay. F-150. Vielleicht so. Jawohl. Bingo, das war's. Ja. Da gibt es sogar Time Attack Teile. Ist das cool? Wisst ihr was, dann nehme ich die auch. Außenspiegel. Time Attack heißt ja, nochmal extra verbreitert. Stuck
Chemshell, Moment. Jetzt nicht, dass ich euch jetzt einen Schwachsinn hier erzähle. Ich glaube, ich habe euch einen Schwachsinn erzählt. Da gibt es ja zwei verschiedene. Ich habe nämlich zwei verschiedene hier auf Lager. Oder? Ist es dieser? Oh Mann, jetzt bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich nehme jetzt einfach mal das Chemshell Hack. Nee, ach so, das ist genau, ja, mit diesem, mit dieser Kappe hinten drauf, mit dem Cap oder so, das die Amerikaner nennen. Nee, ich nehme das hier. Das nehme ich in, ja, genau, Time Attack, Heckklappe, jawohl. Heckscheibe, Moment, was ist das? Heckscheibe Typ A. Ist die ein bisschen dunkler oder täusche ich mich? Keine Ahnung, nehme ich die jetzt einfach mal. Kotflügel links Time Attack, rechts Time Attack. Motorabdeckung, ja. Motorhaube G, okay. Ach, das ist schon ein anderer Wagen, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, dass wir den Wagen zusammenmontiert bekommen. Ja. Sieht komisch aus. Okay, irgendwie fehlt da noch die Hälfte. Verstehe ich jetzt nicht, aber gut, naja. Wow! Alter Bezirksverwalter, was ist denn das bitte? Ist das heftig. So was habe ich auch noch nie gesehen. Aha, okay, gut. Irgendwie habe ich keine Teile. Komisch. Heckscheibe, die müsste ich haben, ne? Die habe ich gekauft. Ja. Aber Tür habe ich nicht, ne? Nö. Was ist denn das bitte? Seht ihr diese Aussparung? Das ist doch nicht normal. Das ist doch heftig, oder? ja, dann muss ich jetzt nochmal einkaufen. Hilft ja nichts, ne? So, jetzt, wo ist das Zeug? Motorhaube habe ich. Bin ich jetzt blöde? Raptor. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie ein Problem. Scheinwerfer links. Ah, wohl, das könnte vielleicht das Zeug sein. Stoßstange hinten, Time Attack. Jawohl, Stoßstange vorn. Jawohl. Und geh Time Attack. Ahahaha, jetzt geht's los. Sorry. So. Ne, das ist der Raptor. Hier vorne links. Ach nee, ich wollte vom Time Attack, genau. Links, rechts. Scheibe links. Scheibe rechts, jawohl. Time Attack, genau, ja, baby. Gut, schauen wir noch mal. Vielleicht kriegen wir jetzt das Baby gewuppt.
Wow, okay. Time Attack. Boah, ist das krass. Das sieht da aus. Coole Sache. Ja, unter diesen Umständen, Leute, muss ich natürlich ja nochmal einen Radsatz kaufen gehen, weil die Räder sind ja zu klein. Heftig, echt. Das ist ja krass. Was? Das sieht ja cool aus, echt. Rücklichter habe ich auch nicht. Ja, was brauche ich denn dafür? Rücklichter bitte. Aber das sieht schon derb aus, echt. So, Nummernschilder. Die klatsche ich noch drauf. So, hier noch Tschechien, Delaware oder Germany. Nehmen wir mal. Oh, halt, halt hier. Nehmen wir mal Germany. Ja, CMS218. Wie passend, ha? Ne. Montage. Jo. So. Cool. Okay, was haben wir für einen Wert? Hey, immerhin schon. Knappe 85.000, das ist gut. Das ist echt gut. Aha. Ja, soweit ist eigentlich alles fertig, bis auf die Karosserie. Dann gehe ich mal schauen jetzt, welche Beleuchtung ich überhaupt brauche. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Also ich glaube, das ist die Beleuchtung. Eine andere ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt. Hab echt keine Ahnung, was die von mir wollen. Hä? Naja, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Hallo. Okay, das klappt. Das klappt auch sehr gut. Aber wieso klappt das hier nicht? Das verstehe ich noch nicht. Ich habe doch die... Mann. Ich habe doch diese gekauft, oder nicht? Ja, genau, so heißen die Scheinwerfer rechts, ne? F150 rechts und links. Naja, gucken wir noch mal. Aha, okay. Gut. Ja, der Wagen ist fertig. Super, Leute. Aber, ich nehme die Räder runter, weil die sind nix. Die sind viel zu klein. Da kommt natürlich was anderes drauf. Okay. Die gehen jetzt natürlich gar nicht mehr. Ich muss mir jetzt etwas richtig, richtig Krasses überlegen. Weil das soll ja, ja mit dem Radlauf irgendwie so ein bisschen bündig laufen. Da denke ich an was ganz, ganz Krasses. Das werdet ihr dann gleich sehen. So. Ist nicht so schlimm, diesen Radsatz kann ich aufheben. Ich habe ja immer wieder so einen Truck hier in der Werkstatt, den ich wieder fit machen werde. Und dann kann ich natürlich diesen Radsatz immer ganz, ganz gut gebrauchen.
So, jetzt gucke ich natürlich nach etwas Adäquates. Moment. Boah, was nehme ich denn jetzt? Boah, jetzt muss es eigentlich schon was Krasses sein, aber so richtig, richtig, richtig Heftiges. Exterior Tourist Black. Was nehme ich denn jetzt, Mensch? Wisst ihr was? Ich nehme die Nostromo. Ich weiß nicht, das sind einfach so meine Lieblingsräder. So. Durchmesser 22. Ein Prestige. Was geht? Das ist mir egal. Da machen wir ein Prestige 150. Ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Ich weiß nur, richtig, richtig, richtig krass wird das jetzt. Okay. Und 32 Zoll. Ich bin verrückt. Ich bin echt verrückt. So. Reifen. All-Terrain Premium. Viermal. Ja. Durchmesser Maximum. Das waren ja 32 Zoll. In der Breite. Gib einfach. Egal was, nur gib. Ja, in der 515er Maximumbreite. So, jetzt brauche ich natürlich irgend so einen passenden Querschnitt. Leute, ich habe keine Ahnung, wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach Maximum, den 90er Querschnitt. Das wird so krass. Das wird so krass, Leute. Ich bin schon so gespannt, was das wird. Echt. Ja, da sind wir irgendwo. Das krass. Oh, ist das derb, Leute? Das sind jetzt Monster Truck Räder, echt. Oh, da gibt es jetzt Probleme. Oh, da hakt es jetzt ein bisschen. Oh, ist das derb. Leute, schaut euch das an. Ist das nicht derb? Leute, ich habe wieder maßlos übertrieben. Aber das ist mir jetzt egal, es bleibt jetzt so fertig. Das sieht gut aus, das können wir so lassen. Ja, so mag ich das. Ja, hab nichts mehr. Okay. Ist das heiß? Oh Mann. Oh Mann, ich bin so verrückt. Aber cool. Das gefällt mir. So, auf den einen warte ich jetzt noch. Boah, ist das derb, Leute. Ich habe irgendwie so einen Monster Truck gebaut, echt. So. Ist das heiß? Ja, da waren so Spielzeugräder drauf. Jetzt, glaube ich, habe ich das ziemlich. Ja, dann tun wir mal runter.
Oh, cool. Die verstecken sich sogar in der Erde. Was? Ach so. Wow. Das ist ein Auto. Huh? So, dann ab in die Lackierkabine. Ist das krass, Leute. Jo, ich glaube, das Lila passt, oder? Schaut doch gut aus. Schaut doch echt genial aus. Ich würde sagen, machen wir. Wow. Auf geht's zum Motorprüfstand. Da bin ich schon mal gespannt, wie der jetzt überhaupt da drauf passt. Boah, Leute, ist das krass, echt. Das ist so derb, Mensch. Boah, ich brauche jetzt unbedingt ein Foto davon. Kriegt das Auto überhaupt drauf? Moment. So. Okay, höher kann ich gar nicht. Wahrscheinlich stehe ich jetzt irgendwo auf einer Leiter oder so. Ja, machen wir mal. Wie schaut denn das aus? Ist das krass, Leute? Aber hey, super, 80% Diff-Werte, das ist ja spitze. Ja, dann würde ich sagen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, kann ich überhaupt irgendwie eine Probefahrt machen? Ich glaube, das geht gar nicht, oder wie? Nee, Leute, geht gar nicht. Ich kann leider keine Probefahrt machen, weil es gehen keine Sitze rein. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Schade. Echt, echt schade. Ich hätte so gerne den Wagen gefahren. Ja, schade. Nee, das tut mir jetzt echt so wahnsinnig leid, Leute, aber wie ihr seht, er ist nicht fahrbar, weil es gehen keine Sitze rein. Der Wagen ist so sitzlos, ne? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, Stunde der Wahrheit ist gekommen. Lieber Ford F-150 Monster Truck, wie viel wert bist du denn eigentlich überhaupt? Ist das krass, hey, aus 10.000 habe ich jetzt immerhin $130.000 gemacht. Das ist ja echt spitze, würde ich mal sagen, ne? Ja, perfekt. Der Wagen ist fahrbereit, außer dass man ihn leider selber nicht fahren kann. Das ist jetzt wirklich äußerst ärgerlich, aber da kann ich leider echt nichts dafür, Leute. Ja, und dann, wie ihr seht, sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann seid doch bitte so lieb und abonniert mich doch einfach. Und auch Glöckchen dürft ihr gerne drücken. Denn dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues hochgeladen habe. Das Abonnieren bei YouTube, sollte ja nicht jeder wissen, ist kostenlos. Also es kostet euch keinen Cent. Ganz im Gegenteil, ihr habt natürlich Vorteile. Dadurch, wenn ihr mich abonniert, dann bekommt ihr auch die Benachrichtigung, wenn ich wieder was Neues hochgeladen habe. Seid ihr immer am Laufenden. Genau. So am Rande. Ansonsten, als nächstes würde ich sagen, lassen wir uns einfach überraschen. Ich habe noch jede Menge Fahrzeuge hier in der Werkstatt und auf den Parkdecks stehen. Und da finden wir bestimmt wieder das ein oder andere Schätzchen, welches wir miteinander restaurieren werden. Ich bedanke mich dann herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.